Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Bäh, ekelhaft. In der letzten Folge haben wir Monstros in der Heim betreten. Genau, ekelhaft. Und haben Pinocchio getroffen und Geppetto, die hier drin gefangen sind. Und Pinocchio ist nicht da und wir holen jetzt Pinocchio, weil Jiminy will das und Geppetto will das. Und da ist eine Tür und die machen wir jetzt auf. Rot. Ich habe schon keine mehr davon, was? Der Traum, da brauche ich auch nicht unbedingt noch einen. Yay! Weiter mit der Story. Oh, das sieht nach Bosskampf aus. Pinocchio, du Lümmel, du weißt doch, dass sich Geppetto Sorgen macht, wenn du hier alleine umherst. Jiminy war auch besorgt. Tut mir leid. Was machst du hier überhaupt? Suchst du was? Ja, ich suche nach einem Schatz. Oh Mann. Nicht schon wieder. Aber Jiminy, sei doch nicht so streng mit dem kleinen Jiminy. Wir versprechen dir nicht böse zu werden, Pinocchio. Willst du uns deshalb nicht sagen? Hab keine Angst, sag uns die Wahrheit. Vertrau Goofy. Weil sonst wird Goofy böse und du willst nicht, dass Goofy böse wird. Ich habe einen Ausgang gesucht. Walter Zirk sagt, er sei glücklich, aber es ist mein Schuld, dass wir hier sind. Ich hätte nicht weglaufen dürfen. Ich möchte, dass Vater wieder in seine Werkstatt kommt. Aber wenn ich ihm das sage, macht er sich nur Sorgen. Alles klar, da dachtest du also, du müsstest lügen. Du hast es getan, weil du ihn liebst. Jetzt brauchst du nur Mut. Was? Sag Geppetto die Wahrheit. Mit etwas Mut schaffst du das. Wenn du ihm ehrlich sagst, wie du dich fühlst, hilft er dir sicher, einen Ausweg zu finden. Und wir helfen dir auch. Wirklich? Er hilft uns? Okay, ich versuch's. Drück mir die Daumen, Jiminy. Fortan bitte keine Geheimniskrämerei mehr. Einverstanden? Klar, ich werde Vater immer ehrlich sagen, wie es mir geht. Diesmal werde ich nicht lügen. Klasse, dann wächst auch deine Nase nicht mehr. Oh mein Gott. Was ist los? Ja, war ein ganz ungutes Gefühl. Pinocchio, lauf! Er kommt jetzt schon hier, aber wird es denn dann... Soll ich die Aufruhen als letztes besiegen würden? Pinocchio! Hilfe, ich bin gefangen! Was? Die Reaktion. Was? Willst du mich verdammt nochmal? Na gut, dann komm her. Wir bekommen keinen Bosskampf als letztes. Ui, oh Gott. Schon nach letzter Bosskampf aus, finde ich. Ja, Cloud. Wir rutschen weg auf dem Ding. Tu da, aber noch reicht. Wart. Nächster. Ich weiß noch, wie schwer der Gegner im Kingdom Hearts 1 war. Überraschenderweise. Ja, ich bekomme gute Karten, habe ich das Gefühl. Okay, kein Schaden. Nein, das ist so einfach. Streng dich doch mal ein bisschen an, Mann. Langweile mich nicht. Na, komm mal her. Und das war's. Oh mein Gott. Was? Was? Das ist schon mit der Welt. Kann ich mir nicht vorstellen.
Und kommt jetzt noch eine Cutscene, ich weiß es nicht. Aber ab, immer noch nicht. Meine Güte. Ja, ich bekomme schon die Karte von ihm. Ach nee, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Parasitakel. Ich krieg gleich ganz viele, ich sag das mal lieber nicht. Das ist Spoiler und so. Hilfe, ich hab Angst. Pinocchio, sei tapfer. Wie? Gib mich auf, versuch dich nach draußen zu kämpfen. Sei tapfer. Ich versuch's. Also immer was mit tapfer sein zu tun hatte. War einfach nur randalieren. Pinocchio, alles in Ordnung. Keine Angst, alles in Ordnung. Bin bloß ein bisschen klebrig. Aber ich habe eine tolle Idee. Der Herzog hat mich rausgespuckt, als ich Rabatz machte. Das könnte doch auch bei Monster klappen. Natürlich, mit etwas Glück hustet uns Monster aus. Tolle Idee, bringen wir ihn sein Inneres vor und probieren's. Achso, dringen wir ihn sein Inneres vor. Ich komme mit. Nein, zu gefährlich. Komm schon. Soll es bei Geppetto sein. Was nützt es, Monster zu entkommen, wenn ihr wieder getrennt werdet? Überlasst das uns. Wahrscheinlich habt ihr recht. Seid vorsichtig. Schlüssel des Seins. Oder des Nichtseins. Ich weiß es nicht. Das kann sein. Oh Gott. Gut, haben wir da schon. Muss ich das nochmal öffnen, ey? Was sagt man da? Allein um den Ding jetzt hier nochmal zu respawnen und in der Truhe zu holen und so, ja. Das. Trotzdem werde ich aus Queen noch weiter trainieren, auch wenn das bis jetzt so einfach war. Ich weiß, wie schwer gegen Ende wird. Ah, das ist nicht gut. Außerdem muss ich wahrscheinlich gleich hier aufhören. Meine Kehle bringt mich um beim Lesen und so. Wäre ich nicht gewohnt, so viel zu lesen. Nein. Mache ich schon seit 3 Jahren hier Let's Plays, ne? Man könnte meinen, ich sollte schon daran gewöhnt sein zu sprechen. Irgendwie ist es bei dem Spiel so anstrengend. Ich weiß nicht wieso. Und nehmen wir denn noch mal einen Thronraum? Ja. Mogelraum sollte ich vielleicht mal nehmen. Nächster Raum. Ich scheine ja nichts mehr Besonderes zu kriegen. Ich glaube, man kann in einer Welt, jeder Welt nur ein Ding oder so bekommen, ne? Irgendwo habe ich mal Feuer. In dieser Welt habe ich Feuerwurf bekommen. In irgendeiner anderen Welt habe ich, glaube ich, Eiswurf bekommen. Weiß gar nicht, ob ich das aufgenommen habe oder auf Screen bekommen habe. Jedenfalls ist, glaube ich, begrenzt. Da. Oh. Oh. Aber eine 0 geht auch. Bam. Ja, vielleicht einen Speicherpunkt oder so machen, aber was soll's. Also mal wieder Bogenpunkte. Gib mir mal vernünftige Sachen hier, wenn es geht. Gar nichts rausgekommen. Hier ist ein Kartenstapel. Wir haben noch keine besseren Sachen. So, jetzt gehen wir verdammt noch mal Cloud oder so als Karte. Eine gute am besten. Eine Genie bekomme ich. Aber kein Cloud. Simba bekomme ich auch, aber kein Cloud. Ah, Gott, verdammt.
Ja, das bringt's ja voll. Aber hier ein paar Items. Ja, ich habe Tränke und Dinge ins Ether bekommen, glaube ich. Bis jetzt. Einen guten Ether zu haben, könnte vielleicht auch nicht schlecht sein. Aber ich bekomme nur 3 und 4. Von jedem Mal, ja. Ich glaube, ich nur eine begrenzte, da steht ja. 164 kann ich da haben. Ja, 164 habe ich. Wer kann ich denn dann insgesamt haben? Keine Ahnung. So viele Wunschgestirne, ne? Schon wieder das ganze Geld, wollte ich sagen. Alle Mogi-Punkte wieder zurück. Das könnte ich vielleicht mal reinnehmen. Steht nicht, wie viele Kartenpunkte die kosten. Aber effektiv Zeit verschwendet. Aber soll es. Keine doppelten. Boah. Na gut, dann. Gehen wir auf. Jetzt verreck ich und. Das ist alles nochmal neu, Mann. Den Null brauche ich. Nimm das. Und das. Und jenes. Ja, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ich krieg doch mal ein Level ab, ich brauche ein paar Kartenpunkte. Dun, 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 dun. Weiter geht's nicht mehr. Bald, da machen wir mal ordentlich Rabatt. Es wäre einfacher, wenn wir jemanden zum Kämpfen hätten. Perfektes Timing, wir kriegen Besuch. Aber mal ja. Jetzt wird randaliert. Ah, wie funktioniert denn das nochmal? Weil ich weiß es nicht. Wir sehen die Herzlosung, um die Leiste zu füllen. Für die Leiste in der vorgegebenen Zeit. Vorsicht, die Leiste wird mit der Zeit kleiner. Ja, nur die. Krieg ich von denen Erfahrungspunkte? Alter, wieso halten die so viel aus? Ja, Erfahrungspunkte, geil. Ah, Level up. Okay. Einfach nur alles kaputt knüppeln. Kann ich. Kann ich nicht so. Das wird mit der Zeit kleiner. Ich dachte, die ich auffüllen muss. Das wird kleiner. So, und halt. Da, ah, fest das. Wurf. Wurf. Aha. Ich will noch ein bisschen Zeit hinausgeben. Was soll's? Courage! Ah. Oh. Fire! Freeze! Kann er es wagen? Ah. Ich geschafft. Obwohl es ja ein bisschen knapp wird. Irgendwie wird es ein bisschen zu knapp. Gut. Oh, geschafft. Gut. Dumbo. Einfach so. Oh, okay. Kaffee-Bohne. Am besten.
Was jetzt? Ich glaube, man muss gleich niesen. Und wir sind noch hier drin. Oh Mann. Ah! Okay. Aua, aua. Jetzt weiß ich, wie es ist, die Kanonenkugel zu spielen. Wo sind Pinocchio und sein Vater? Sie sind weg. Sie haben es wohl rausgeschafft. Ohne dich, Jiminy. Und ich dachte, vor seinem Gewissen gäbe es keinen drin. Macht nichts, solange es den beiden gut geht. Aber vielleicht braucht er mich wirklich nicht mehr. Wie meinst du das? Die kleine Puppe konnte richtig und falsch nicht voneinander unterscheiden. Aber er hat uns weit gebracht. Vielleicht braucht er Jiminy Grille nicht mehr. Vielleicht kommt er ja ohne meine Gesetze besser klar. Gezeter besser klar. Weißt du noch, was Geppetto gesagt hat? Es gibt noch nichts Schöneres, als mit seinen Lieben vereint zu sein. Wette Pinocchio kann es kaum noch erwarten, dich bald wiederzusehen. Wer weiß, vielleicht hast du recht. Ach, ja? Na gut. Dann, Monstro, abgeschlossen. Mehr oder weniger. Fast nicht, aber ja. War ein bisschen knapp zu gegen Ende. Oh. Das stylisch dran springen. Oh yeah. Was? Okay. Was kann ich neu reinballern? Noch ein Cloud? Nein, doch. Nee. 26 Punkte habe ich. Zweites Feuer oder zweites Vita? Zweites Vita wäre nicht schlecht. Kann ich aber nicht reinpallern. Ah. So. Dann machen wir mal hier die Dinger raus und tun mal starke Dinger da rein. Gut. Okay. Aha. Wird langsam aber sicher mächtiger. Wenn auch nur in Babyschritten. So, wir sind schon 7 Stunden dran und haben fast die Hälfte des Spiels, glaube ich, abgeschossen. Wo ja, meist davon ist auch irgendwie Offscreen-Training. Ja, die Cutscenes, die können wir uns noch reinziehen. Außer es kommt jetzt noch ein Bosskampf. Just bits and pieces. Maybe you could try telling us some more stuff about her. Who knows? It might even help you remember other things. Well, she was quiet and always drawing. When we'd go to the beach, she'd draw a picture instead of swimming. Sometimes she'd draw us too. She was really good. I remember Riku and I fighting over who she'd draw next. But one day, she was gone, just like that. I think the grown-ups knew the reason. They might even have tried to explain some of it to me. Wollt mir etwa jetzt sagen, dass es Erwachsene gab? But I was little. In dem Spiel. I probably didn't understand what was happening. I remember crying after she was gone. But that's all. I still don't remember her name. Oh, I bet you remember it in no time. I must point out, Sora keeps remembering things instead of forgetting them.
It seems to me, forgetting things may be the only way to reach the memories buried deeper down inside each of us. Wie oft haben wir das jetzt schon gesagt? So we should forget in order to remember? Und der auch da am Anfang. Our most precious memories lie so deep in our hearts that they're out of reach. All that stuff about finding, being losing, and losing being finding? I didn't get it at first, but maybe this is what they meant. Gosh, Sora, I think I'm a little jealous of you. How come me and Donald and Jiminy aren't remembering more of the stuff from our memories? Come on, Goofy! Als in den 50er Jahren. Meint er in den 50er Jahren oder irgendwie sowas? Die ganzen Cartoons. Hula. Überleg doch, woran du dich alles erinnerst. Bald fällt dir auch ihr Name wieder ein. Kann ich mich doch bloß wie du an so etwas erinnern? Oh, dann würde ich auch sagen, das war schon wieder genug für eine Folge, ja. Und dann sage ich, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns AS5 von Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.